Finny, wirklich. Lass mich in Ruhe. Sag mal, wann geht der endlich zum Zahnarzt? Frag den Chef. Außerdem, du hast dich ja auch vorm Arzt gedrückt. Du, das war was anderes. War nur ein Kratzer. Ja, genau. Auf dem Angelsteg gedonnert mit voller Wucht. Bänderriss, nur ein Kratzer. Da komm mal auf. Unterschreibst du das mal bitte? Was macht denn der Hinzmann da draußen? Frag ihn, Chef. Da kommt Kundschaft. Ja, bitte? Auf mich ist geschossen worden. Wie geschossen? Ja, wie gesagt, auf mich ist geschossen worden. Viermal wenigstens, mit einem Gewehr. Aha. Dann erzählen Sie. Ja. Mein Name ist Thomsen. Landesamt für Bodendenkmalpflege. Ein Landwirt namens Gramko. Gramko von der Insel Pöhl? Ja, genau. Der hindert mich am Betreten seines Ackers. Sie sind wohl nicht von hier, wa? Was soll das denn heißen? Gar nichts. Was wollen Sie denn von Gramko? Es handelt sich um eine archäologische Ausgrabung. Eine Ausgrabung bei Gramko? Oh, sind Sie Archäologe? Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber der alte Schliemann, der ist auch von hier. Troja und so. Unsere Luftbildanalysen haben zweifelsfrei ergeben, dass hier, genau auf dem Acker, was? Schönes Land. Ja, können wir dann? Da ist er wieder. Hallo? Herr Gramko? Man muss mit ihm reden, sagst du. Warum schreist du denn? Da. Jag sie weg. Ich kann das nicht. Was? Ich kann das nicht. Ach. Deine Mutter hast du umbringen können. Aber die Decksäcke da draußen. Das kannst du nicht. Gib's her. Hallo? Herr Gramko! Ja. Die Menschen werden sonderbar, wenn sie immer alleine sind. Also bei uns in Finnland ist das so, dass wenn einer zum Beispiel sagt, dass sie... Polizei! Feuer einstellen! Fass es nicht, schneller Deckung verhaftet! Hallo? Es ist nicht nötig, dass sie schießen. Runter von meinem Acker! In Finnland sind wir sehr gastfreundlich. Hier ist nicht Finnland. Die Waffe weg, Gramko! Hier wird nicht gebuddelt. Der Thomsen. Der ist vom Landesamt für Bodenpflege. Unter deinem Acker, da liegt eine altslawische Siedlung der Obotriten. Obotriten und Bodendenkmalpflege. Ich zähle bis 10. Das Landesamt darf hier graben, klar? Das ist Gesetz. Und die Flinte, die ziehe ich jetzt mal lieber ein, damit dir kein... Mensch, Gramko. Ein wütender Mann braucht kein Gewehr. Na los, pack mit an! Was soll denn da sein? Eine Siedlung. Historisch, sagt er. Der hat Vater sogar Pacht geboten, solange sie ja graben. Und was denn, das wolltet ihr nicht? Nee. Dabei können wir Geld brauchen. Läuft nicht so gut, der Hof. Ne? Ne. Siedlung? Was Wertvolles, was denn so? Nur altes Zeug fürs Museum.
Gold und sowas? Ja, ist dann aber alles Staatseigentum, Jano. Moment mal. Tom, halt mal. Und sag Vater, er soll das lassen mit der Ballerei. Oh, hallo. Oh, scheiße, die Bullen. Stimmt was nicht? Irgendein Problem? Nö. Naja, das ist ja eigentlich kein Campingplatz hier, ne? Ich weiß. Deswegen sind wir ja hier. Hier? Hallo. Aber hallo. Wer seid ihr denn? Heute Abend schon was vor? Hallo, Tom. Maya, Uschi. Hallo. Ja, ach ja, und das hier ist? Freut mich. Oh, dieses Geschlage macht mich ganz kirre, echt. Ich bin froh, wenn die weg ist. Moin, Frau Pastor. Moin, Rieke. Was ist denn das für ein Monstrum? In Hamburg sagen wir Uhr dazu. Kleiner Scherz, Frau Pastor. Das ist von der Tante meiner Frau. Geht weg hier mit den ganzen anderen Ramsch an so einen fahrenden Händler aus Berlin. Ach nee, und sowas wird man los? Ja, der sagt, Hauptsache es kommt aus der DDR. Ostalgie. Ostalgie, Frau Werner. Was meinen Sie, Herr Hinsmann? Ich habe oben auf dem Dachboden noch lauter alte Möbel aus dem früheren Pfarramt. Alles original 60er. 60er Jahre und aus der DDR, das ist pures Gold, meiner Meinung nach. Weg damit, nix wie weg damit. Echt? Ja. Danke. Tschüss, schönen Tag noch. Schönen Tag noch. An sowas hängen noch Erinnerungen. Ich finde das schön, so ein paar alte Sachen zu haben. Ja, aber nicht, wenn jede Stunde das ganze Haus vibriert. Was, 10 Euro? Das ist viel zu wenig. Also, weil Sie sind. 15. Moin. Komm da, Herr Wachtmeister, wir sind fertig. Ja, hallo. Ja, gehen Sie da vorbei, gut. Nee, ich spreche mit der Dame. Nee, ist schlecht jetzt. Ich melde mich gleich. Na, Herr Wachtmeister, was wollen Sie mir denn verkaufen? Wie sieht das aus? Wie eine Taschenuhr oder was? Doch zum Reden ist es leider zu laut. Ja, morgen schon fangen die an mit dem Buddeln. Wo soll er jetzt ganz genau vergraben sein? Gold und sowas, sagt die Polizei. Gold? Alles klar. Aber nicht weiter sein, darf keiner wissen. Ist ja richtig, Jano. Der sagt dir mal nicht, dass du es uns erzählt hast. So, wir müssen. Jo. Bis die Tage. Wo bleiben die denn? Ganz ruhig, die kommen schon. Und ich schreibe auch noch das Kennzeichen auf. Die gucken mich doch nicht mehr an. Hey, na, die sind locker drauf. Die machen Urlaub. Wie sehe ich denn aus? Na super, wie immer. Hi. Hallo. Oh. Hallo. Hi. Und, habt ihr gutes Bier? Aber immer. Können wir noch 4 haben? Echt urig hier. Ja. Und willst du uns immer noch verknacken? Nee, das hat schon alles seine Ordnung. Siehst du, ist doch gar nicht so ein Scheißbude, ist doch süß. Immer eben bei Erdnüsse ziehen. Hallo? Oh, she's got a dark side.
Moin. Moin, Henna. Wo warst denn du? Ich? Wo schon? In der Kneipe vielleicht? Nee, nee. Wo warst denn du danach? Wo werd ich gewesen sein? Im Bett, Mann. Und Maya? Maya, wieso Maya? Moment, warum fragst du? Will wissen, wo die geschlafen hat. In ihrem Zelt, denke ich doch. Verarsch mich nicht. Da war die nicht. Du hättest ja nicht so früh nach Hause gehen müssen. Nee, du hättest mit mir mitkommen müssen. Aber da wurde es doch gerade erst lustig. Ja, du hast ja auch das ganze Gespräch an dich gerissen. Henna, da musst du eben auch mal den Mund aufmachen. Du weißt genau, dass ich das nicht kann, so plaudern. Ich dachte, du bist müde, Mann. Soll ich mir deswegen den ganzen Abend verderben lassen, oder was? Wie lange ging das noch? Super, Tom. Vielen Dank. Du bist ja ein richtiger Kollege. Ach, Winnie, geh heute endlich mal zum Zahnarzt. Was ist denn das für ein Sack da draußen? Das habe ich mich auch schon gefragt. Der fühlt sich merkwürdig an, sind irgendwie Holzteile oder sowas. Das ist absolut geschmacklos. Springt da gleich was raus, oder wie? Das wäre unwahrscheinlich. Oh! Moment. Das Ganze scheint komplett zu sein. Skelett. Die Erde ist noch feucht. Was ist das denn hier? Tja, so sieht doch wohl aus, wenn einem der Schädel angeschlagen wird. Ja, das ist bei den Ausgrabungen passiert. Spitzhacke. Dann wäre die Bruchkante sauber. Die hier ist verwettert. Die beim LKA lachen sich schlapp, wenn wir den so einen Wikinger anschleppen. Wikinger mit Zahnfüllung? Seit wann gibt's denn sowas? Ja, ist mir auch unangenehm. Aber meine Frau will die verdammte Uhr zurück. Ohne brauche ich mich gar nicht mehr blicken zu lassen. Ich muss das Geschäft rückgängig machen. Rückgängig? Aber Herr Wachtmeister, Geschäft ist Geschäft. Hier und ist gut. Was soll ich damit? Viel zu wenig. Wie bitte? Das ist doch genauso viel, wie Sie mir gestern dafür gegeben haben. Warten mal auf, Herr Wachtmeister. Wir beide, wir haben noch ein Geschäft gemacht gestern. Hm? Ja. Ja. Und Geschäft heißt, dass es sich für beide Seiten lohnen muss. Unser Freund kostet die Uhr jetzt 2.500 Euro. Wie bitte? Und da verdiene ich nichts bei. 2.500? Soll das ein Witz sein, oder was? Also ich finde das nicht witzig. Ich hab Unkosten. Der Bus, der Transport, alles kostet Geld. Hm? Ja. Hätte ja sein können. Ja. Ja, okay. Vielen Dank. Moin, Chef. Moin, moin. Moin. Du, sag mal, Rinke, ich hab da ein Problem. Ja, raus damit. Die Riley Rex 64, sagt dir das was? Klar, das ist eine Angelrolle. Das kenne ich von meinem Vater. Das ist eine Angelrolle, du. Das ist die Angelrolle. Das Beste, was der reale Sozialismus hervorgebracht hat. Naja, wenn du meinst. Da ist gerade so ein fliegender Trödler in der Stadt. Und der hat eine. Ja, das ist doch super. Dann hol sie dir. Es geht nicht. Nicht. Das ist doch nicht so schwer. Weil der Drecksack, der sie ihm gerade verkauft hat, der darf nicht wissen, dass ich sie will. Heiße Anglerfreundschaften, was? Du musst mir helfen. Ach, ich soll die für dich kaufen? Ja, aber das würde dir doch gar nichts nützen. Da weiß doch sowieso jeder, dass du mich nur vorschickst. Rike, was soll ich denn dann machen? Ach, du könntest mal die Frau Pasta fragen. Die will sowieso Geschäfte machen mit dem. Kann ich dann auch noch was sagen? Ich höre. Ich habe jetzt alles durchtelefoniert. Die von der Friedhofsverwaltung wissen von nichts. Da liegen alle Gerippe brav, wo sie liegen sollen. Auf dem Acker ist gegraben worden. Ich verlange Polizeischutz. Ach Gott, ja, das hat Henna ja gesagt. Und das waren nicht Sie? Wir? Nachts? Da ist alles verwüstet. Also gut. Tom? Henna? Henna, Tom, ihr fahrt mit Herrn Thomsen noch mal zu Gramco und nehmt bitte Lena mit. Was sind das denn für Knochen? Ja, das wüssten wir auch gerne. Das ist ja Sandboden. Ja, Sandboden, was sagt Ihnen denn das? Naja, solchen Sandboden, den gibt's hier nur auf Pöhl. Genau gesagt, an unserer Grabungsstelle. Beim Gramco? Gramco!
Lamko! Wir ziehen unsere Rückschlüsse daraus, was wir wo in welcher Schicht finden. Verstehen Sie? Tonscherben, Knochen, Bodenverfärbungen, etwa durch Holzverwesung, ja? Verstehen Sie? Und sowas zerstören solche Plünderer einfach so. Für uns sind es wertvolle Zeugnisse vergangener Zeiten. Lebensweisen, Siedlungsformen, verstehen Sie? Ja, logisch. Und? Fehlt denn was? Naja, das ist schwer zu sagen, aber diese Löcher hier, die deuten auf eine gezielte Suche hin. Metalldetektor. Was könnten die denn gefunden haben? Werkzeuge? Gefäße? Schmuck? Waffen? Aber das Loch hier ist auffällig. Da dürfte das Skelett gelegen haben. Ja, Moment. Wir müssen auf den Kollegen von der Kripo warten. Könnte sein, dass sich hier Spuren finden, die auf ein Verbrechen hinweisen. Friese, du bleibst am Funk. Hier braucht dich keiner. Friese? Mensch, Henna, hör doch auf damit. Das ist doch albern. Nicht in dem Ton, Kollege. Wir müssen den Kontakt zur Wache halten. Immer locker bleiben, ja? Immer locker bleiben. Ich mach das. Das Zelt ist weg. Ach, welches Zelt? Mensch, Henna. Wohnen die jetzt bei dir oder was? Hat mich nicht verblödet. Gute Arbeit, das Inlay. Einwandfrei. Henna, und wie alt? Nur noch Abnutzung der Kauflächen, würde ich sagen. Der Patient war in den 30ern, als er starb. Vielleicht eine Sie. Na, das ist doch schon mal was. Sagen Sie mal, soll ich da nicht mal ran? Nee. Ist nicht so schlimm. Das geht schon. Ja. Ein bisschen geschwollen sieht's aber schon aus. Wissen Sie, jeder Zahnarzt trägt seine Handschrift. Ja. Die Art der Schliffe und Füllung. Das da ist zweifellos eine von meinen Arbeiten. Ach. Super. Hey, Hinzmann, bremst dich mal kurz. Was ist? Ja, das frage ich dich. Was machst du da die ganze Zeit? Bitte, Chef, jetzt nicht noch einen Einlauf. Meine Frau macht mich alle, ich krieg die Scheißuhr nicht zurück. Warum denn nicht? Weiß ich auch nicht, die soll plötzlich das Zehnfache wert sein. Von wegen Wikinger. Mein kriminalistischer Instinkt. Diese Knochen waren doch keine 15 Jahre unter der Erde. Keine 15 Jahre? Ein Zahnarzt hat die Füllung eindeutig als seine Arbeit identifiziert und der Mann ist erst seit der Wende in Wismar. Und? Hat er auch schon einen Namen? Ich meine, von dem Toten? Oder der? Nee, das geht wiederum nicht so schnell. Wenn wir Glück haben, dann findet er eine alte Röntgenaufnahme, die zu dem Gebiss gehört, und dann haben wir auch den Namen. Ja, und wenn nicht? Ja, wenn nicht, geht Winnie die gesamte Patientenkartei von der Praxis durch. Vielleicht fällt ihm ja ein Name auf. Der wird den Zahnarzt noch in sein Herz schließen. Die Frage ist ja wohl, wer hat die Leiche gefunden und wo hat sie gelegen? Das ist richtig. Aber wir sind da schon ein Stück weiter. Ach. Ja, die stammt wahrscheinlich aus Gramkos Acker. Jedenfalls sagt das unser Mann vom Landesamt. Gramko? Ja. Und warum ist der noch nicht hier? Weil sie verschwunden sind, beide. Gramko? Den Junior habe ich gerade am Stadttor gesehen. Mein Gott, das sagst du jetzt? Woher soll ich denn wissen, wen du suchst, Mensch? Jetzt reicht's aber. Ach, Hinzmann, geh doch mal die allgemeine Vermisstenkartei durch. Alles seit der Wende, bitte. Na, Jano? Na? Wartest du auf was? Nö. Und du, geht gut? Mir? Ja, alles klar. Ich bin jetzt mit Jan Köster verlobt. Weißt du es eigentlich? Ja, der Jan fährt zur See, ne? Container Australien und so. Glück gehabt. Stimmt. Du bist Polizist, ne? Wolltest du auch immer. Stimmt. Und du? Immer noch auf eurem Hof? Ja, Vater braucht mich, allein schafft er das nicht. Lohnt sich das überhaupt noch? Wie viel habt ihr? 50 Hektar?
40. Arbeitslos hätten wir mehr im Monat. Na, aber ihr seid Bauern. So ein Bauer bleibt auf seiner Scholle. Meine Brüder machen auch weiter. Weißt du, wo dein Vater ist? Vater? Nö. Zu Hause, was sonst? Kommst du mit? Mit? Auf die Wache, Janno. Wir müssen was klären. Schwan 03 für Schwan, kommen. Ja? Lena, wo sind Tom und Henna? Auf dem Acker. Hör zu, ihr dürft nichts mehr anrühren da draußen, verstehst du? Winnie ist unterwegs. Verstanden. Ende. Was gibt's Neues vom alten Kramko? 03 kommen! Mein lieber Schwan. Haben Sie wieder auf Leute geschossen, ja? Verdammte Fee! Kitos? Winnie! Winnie! Hier! Ich hab den Bauer gefunden! Na bitte! Ja, wo ist er denn? Hier. Ach. Was macht er denn da? Was? Ja, was er da macht. Ja, hol ihn raus. Was, ich? Ja, wer sonst? Pass schön auf ihn auf, der kommt mit. Bin gleich wieder da. Was? Ich bin gleich wieder da. Okay, gut. Bis später. Ja. Na Mensch, die Mädels waren aus Berlin, die wären eh nicht geblieben. Wann sprichst du wieder mit mir? Na bitte, wer sagt's denn? Es könnte zu unserem Schädel gehören. Zweifellos. Sicher? Ja, sicher kann man nie sein. Mann, wo ist er denn jetzt? Abends war ich in der Kneipe, dann zu Hause schlafen. Heute Morgen war Vater weg. Trinkst ganz schön viel, ne? Ja, normal. Wie lange hast du da gesessen? Hab die Kühe gemolken und bin weg. So früh am Tag? Muss ja. Da hat dein Vater schon in der Kiste gesteckt, Janno. Warst du das? Nö. Er bringt ihn in den Vernehmungsraum. Sie warten da drin. Das ist unglaublich, wie viele damals einfach verschwunden sind. Was soll das heißen? Ja, das soll heißen, dass das hier nichts bringt. Da sind zu viele, da sind ein paar hundert. Was sagt eigentlich dein Zahnarzt? Der Mann ist nicht mein Zahnarzt. Ich meine wegen der Röntgenaufnahme. Polizei Wismar, ja, Hinzmann aber beraten. Ja, danke. Echt du, hier gibt es mehr Verstrahlte als in Hamburg. Ist was? Nö, nur so ein Verrückter, der denkt, dass er dein Zahnarzt ist und dich unbedingt sehen will. Was? Schatz, krieg's. Und pass auf den Kramko auf. Ja, mach ich. Ja. Herr Hinzmann, hätten Sie mal kurz Zeit? Ja, klar, Frau Pastor. Worum geht das denn? Die arme Frau Hansen ist von diesem fliegenden Händler betrogen worden. Da muss unbedingt was passieren, so geht das nicht. Ich habe Sie doch gestern da gesehen. Ja. Sagen Sie, kann man da gar nichts machen? Ich fürchte nichts. Aber das kann doch nicht recht sein. Genau da liegt der Hund begraben. Rechtlich ist da gar nichts zu machen. Ich habe das überprüft. StGB 263 gibt nichts her. Der kann immer sagen, wir haben das gemacht, wir haben das gewollt. Dem kann man gar nichts. Das wollen wir doch mal sehen. Also unter uns, ich würde das mit den Möbeln lassen, Frau Pastor. So?
Ja. Gut, kommen Sie. Danke. Ja. So, Kramko. War ja viel los letzte Nacht. Mhm. Ja, ich weiß. Du hast Licht auf deinem Acker gesehen, bist raus, um das zu klären. Und dann habe ich eins drüber gekriegt. Und weiter? Was passierte dann? Ja, wie ich wach werde, ist immer noch dunkel, ne? Wie kamst du in die Kiste? Der Junge war das nicht. Der war in der Kneipe und dann ist er gleich ins Bett. Der weiß nichts. Gut. Gut, und jetzt erklärst du mir mal, wie dieses Skelett in deinen Acker kommt. Na, wie soll ich das wissen? Mensch, Kramko, weil es dein Acker ist. Wie ist dein Vater denn dann in die Kiste gekommen? Ich war das nicht. Ich weiß, du hast ihn nur drin gelassen. Aber wieso bist du dann in die Stadt gefahren und hast dich da hinten hingesetzt? Eurem Hof geht schlecht. Auf eurem Acker liegt ein Schatz. Wenn ihr da gegraben hättet, Janu, das könnte ich doch verstehen. Nee, Rike, sowas meine ich. Niemand sonst wusste, dass es da was zu holen gibt. Die beiden Typen in der Kneipe gestern Abend. Hast du denen was von dem Acker erzählt? Was für Typen? Jens und Lars. Jens Weber und Lars Kepler? Na, da hast du ja genau die richtigen ausgesucht. Sie haben Glück. Wir wissen, wer es war. Geben Sie sie mir mit. Bitte. Ich sehe mir Ihren Zahn an und Sie kriegen die Karte. Sie behindern kriminalpolizeiliche Ermittlungen. Sie auch, wenn Sie weiter so rumlaufen. Im Namen des Gesetzes. Entschuldige 10.000 Mal! Anna! Lars Kepler und Jens Weber. Ich hätte da mal ein paar Fragen. Stehen bleiben, Polizei! Nochmal, Anna! Ja, ja. Sag mal, geht's noch oder was hier? Du gehst jetzt. Kann ich gehen? Nee, Janu, du hast noch nicht alles gesagt. Du wolltest doch mal zur See fahren, rauskommen. Ja, träume ich jetzt noch manchmal von. Bist du aber nicht damals. Warum nicht? Ja, die Stiefmutter war ja da. Aber die ist dann auch abgehauen im Westen. Auf den Hof gehört eine Frau, hat Vater immer gesagt. Wieso auch abgehauen? Wie meine Mutter. Nee, Janu, die ist doch schon bei deiner Geburt gestorben, oder nicht? Hast immer vermisst, deine Mutter, ne? Ja, auch. Noch mehr. Ich taug ja nichts. Sag mal, heißt das, du hast gar nicht mit Maya und Uschi? Naja, sag ich doch. Ich war so knülle, dass ich auf dem Sofa gepennt habe. Die beiden waren brutal trinkfest. Ich hab echt gedacht, ich kotze mir die Seele aus dem Leib. Das ist gut. So, auf geht's.
Beruf? Landhandel. Ja. Futtermittel oder was? So, auf geht's. Beruf? Dito. Wie schreibt sich das? Mann, der kriegt den 100 Jahren das Money. Also, was war gestern Abend los? Zu viel gesoffen, mehr nicht. Ihr wart auf dem Hof von Kramko. Wozu? Dass ihr von der Grabung gewusst habt, das wissen wir. Was denn für eine Grabung? Ach so. Die gute Alte, jetzt stelle ich mich mal ganz blöd nochmal. Aber für solche Spielchen bin ich überhaupt nicht in Stimmung. Ist ja gut. Weiter. Das geht's. Halt dich fest, wer die Tote ist. Naja, so viele Möglichkeiten gibt's ja dann nicht mehr. Heißt das, du weißt es schon? Nee, aber ich hab nachgedacht. Gisela Kramko. Ja, so, das ist eine zweite Frau. Gisela Kramko? Die ist doch abgehauen in Westen. Logisch. Die ist weg. Gleich nach der Wende. Sag mal, was beim Zahnarzt? So, Kramko. Wir wissen jetzt, wer die tote Frau war. Und Sie wissen das auch. Nee, weiß ich nicht. Die Leier haben wir uns jetzt lange noch angehört. Ich habe aber alles gesagt. Nicht, dass die Tote ihre zweite Frau war. Gisela? Nee. Die ist ja im Westen. Die ist nicht im Westen, Kramko. Die lag bis heute in ihrem Acker. Dann ist sie ja nicht weit gekommen. Wie bitte? Ich weine dir nicht nach. Die war mit jedem Kerl im Heu. Wir weinen überhaupt keiner mehr nach. Der Junge auch nicht. Schon dumm, dass die Leute vom Landesamt jetzt ausgerechnet da graben müssen. Da greift man schon mal zur Flinte, was? Blödsinn. Wir waren damals alle LPG. Die Gisela hätte jeder da verbuddeln können. Ich sag mal, das war einer von ihren Kerlen. Frag doch die Heinis da draußen. Die waren Lehrlinge damals. Ach. Die waren auch mit ihrer Gisela im Heu. Oder wie? Et voilà. Und Frau Renner, ich mache das nur, weil ein Kollege von mir direkt betroffen ist. Ich bin Ihnen da sehr dankbar, Herr Reuter, dass Sie mir hier so lieb unter die Arme greifen. Und ich bitte Sie, ich bewege mich hier auf ganz dünnem Eis. Dafür erhalten Sie Hilfe von ganz oben. Der Zweck heiligt die Mittel. Frau Werner, hier ist ein Erfindeisen für Sie. Da haben die beiden also gelernt und sich mit der Gisela Kramko im Heu vergnügt. Sagt es der alte Kramko. Nehmen wir uns die beiden getrennt vor? Hä? Nehmen wir uns die beiden getrennt vor? Ich, Jens, du Lars. So, Herr Köppler, bitte. So, Jens, wie war das denn mit der Gisela? Was soll da gewesen sein? Ich dachte, die ist ab, gleich 89. Du warst ein junger Bursche damals. Die Bäuerin macht dir schöne Augen, du fängst an zu träumen. Und plötzlich merkst du, die war mit jedem im Heu. Die hat nur mit dir gespielt. Die Gisela hat mit keinem gespielt. Die war so. Wie war sie? Einfach. Man konnte Spaß haben mit ihr, ne? Spaß? Hier geht's um Mord, Freundchen! Moment mal. Aber was sagt er? Ah. Oh, und beide? Nein. Gut, danke. So, das war's dann. Dein Kumpel hat gestanden. Aber er hat dem alten Kramko eins übergebraten. Na also, ihr wart da draußen letzte Nacht. Hm? Was hat der Jens denn gesagt? Was ist denn passiert? Komm raus mit der Sprache. Wir gucken mal, was zu holen ist. Mit Jens erfährt er seinen Metalldetektor. Mhm. Ist ein Trick, ne? Metalldetektor? Was habt ihr damit gewollt? Irgendwas, was Geld bringt. Gold. Oder was antiquitiert ist. Und, finde ich gewonnen? Nee. Hm. Wir haben doch gar nicht gewusst, dass die Gisela, dass die da liegt. Und gar nicht im Westen ist.
Aber gebuddelt war schon und plötzlich war der alte Gramko da. Dann habt ihr ihn niedergeschlagen und in die Kiste gesperrt. Ich sag doch, Jens war das. So, Herr Findeisen, jetzt machen Sie mir ein gutes Angebot für diese Möbel hier. Oh, Frau Pachter. So dolle sind die Sachen aber nie mehr. Also ich sag mal 100 Euro. Hä? 150. Dann sind die aber die Sachen sofort los. Hören Sie, guter Mann. Die Sachen ein wenig aufpoliert werden Ihnen in Berlin direkt vom Wagen gerissen. Ich möchte mit dem Geld ein Kinderfest finanzieren. 300. Nicht mehr und nicht weniger. Aber da verdiene ich ja nicht. Herr Findeisen, denken Sie an die Kinder. Hm? Kommen Sie, Herr Gramko. Warten Sie hier bitte einen Moment. Moin, Vater. Wo warst du denn? Was hast du gesagt? Nix, Vater. Oh, ich schwör! Oh. Meine Mutter! Mach bloß keinen Scheiß, du. Mach ich nicht, Vater. Du hast die ganze Nacht geschlafen, ist das klar? Hab ich, Vater. Wir sind Familie, du und ich. Ja. Das hast du geschworen. Janu, bei Mutter. Herr Gramko, der Kollege Scheel möchte Sie noch einmal sprechen, wenn Sie so freundlich wären. Ich weiß nichts, Rieke. Das habe ich gesagt. Ich weiß. Geschworen. Bei deiner Mutter. Hast du das gehört? Was sollte das, Janu? Das sagen wir immer. Sie ist ja nicht mal aufgewacht, als ich geboren bin. Ich bin schuld. Das ist doch Unsinn. Dafür kannst du überhaupt nichts. Die Gisela hast du auch vermisst, ne? Wo? Die Gisela war nett. Die ist nicht weggegangen. Meine Kollegen waren bei euch im Haus, Janu. In deinem Zimmer. Die hat sie dir dagelassen. Die hat sie verloren. Als dein Vater sie erschlagen hat. Du hast es all die Jahre gewusst. So kann man doch nicht leben, Janu. Nee. Nee, kann man nicht. Vater wollte sie in Häcksler tun, das geht doch nicht. Das war doch die Gisela. Jetzt ist gut, Janu. Na, sind das gute Teile von der Frau Pachter? Ja, schönes Stück. Ja. Darf ich mal reinsehen? Nee, das geht nicht, glaube ich. Wegen der Transporte, wissen Sie? Aber wegen der Transporte. Frau Werner! Sie haben nur mitgenommen, was Sie auch bezahlt haben, richtig? Ja, aber Frau Pachter, selbstverständlich. Ich bin ja Geschäftsmann. Was haben wir denn da Feines? Den haben Sie bestimmt nicht bezahlt. Ich weiß ja nicht, wie der da hinkommt. Tja, so wie es aussieht, mein lieber Herr Findeisen, ist das Diebstahl. Das war's dann wohl mit der Reisetätigkeit. Aber Herr Reuter, muss das denn sein? Das war bestimmt nur ein Versehen. Genau. Genau. Genau wie mit den Sachen, die der Herr unseren Mitbürgern unter Preis abgeluchst hat. Ich denke da an eine Standuhr und an das Kofferradio von der Frau Hansen. Gut. Geht alles retour. Moment. Ich war wach geworden, hab was im Hof gehört. Das war Vater. Er ist mit dem Spaten zum Acker raus. Du musst doch nichts sagen. Ich hab dich doch gesehen, Vater. Das ist nun mal so. Du bist mit dem Sack vom Acker gekommen und hast ihn an den Schredder gestellt. Für morgen. Dann sind sie zum Acker zurück, das Loch zu schaufeln, richtig? Wo sie Lars Kepler und Jens Weber in die Arme gelaufen sind. Da war ich eingeschlafen. Früh bin ich die Kühe melken und hab was gehört.
In der Futterkiste. Ich habe ihn drin gelassen. Naja, und dann war da noch der Sack, da habe ich reingeguckt. Das war sie. Aber er ist doch mein Vater. Und du hast ihn uns vor die Tür gestellt. Ja, das hätten wir auch schneller haben können. Gisela wollte weg. Das darf sie doch nicht. Das darf sie doch nicht. Sie sind ja eine ganz ausgekochte Verpassung. Finden Sie? An Ihnen ist aber auch ein Schauspieler verloren gegangen, Herr Reuter. Meine Uhr. Wo warst du schon wieder, Hinzmann? Ich kann ja gleich wieder nach Hause fahren. Sag mal, das nächste Mal meldest du deine Privatausflüge an. Ja, selbstverständlich. Kann ich doch jetzt mitnehmen, oder? Gegen eine kleine Spende fürs Kinderfest gern. Ja, Frau Passler, selbstverständlich. Machst du das mal, Chef, hab kein Kleingeld dabei. Das gilt übrigens auch für Sie, Chef. Nein, die Rehle, Rex. Ist ja schließlich auch nicht vom Himmel gefallen.